Kaiser? Ja, 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 ich komme. Hallo, hier ist wieder HP Meyer und hier kommen die nächsten Übungen in unserer Serie Fit für den Alltag. Viel Spaß und Erfolg! Herr Meyer, welche Reaktionen haben Sie denn auf die erste Staffel der NZ-Gesundheitsserie bekommen? Einige gute Reaktionen und viele Fragen von unseren Patienten, was wir da gemacht haben, wer das gemacht hat, warum wir es gemacht haben und dass die Patienten tatsächlich auch diese Übungen zu Hause nachgemacht haben. Es war sehr positiv. Legen Sie sich in aller Ruhe seitlich auf den Ball. Der Ball ist ungefähr unter Ihren Hüften. Die Beine stehen an der Wand. Beide Hände im Nacken verschränken, die Ellenbogen nach hinten und langsam nach vorne ab und langsam zur Seite hoch. An den Endpositionen ein bisschen halten, stoppen, langsam zurück, noch einmal hoch, halten diese Position langsam ab und entspannen. Pause. Eine Übung zur Kräftigung der Bauchmuskulatur. Setzen Sie sich gemütlich auf den Ball. Die Zehenspitzen sind an der Wand, die Knie sind gebeugt. Beide Hände im Nacken, die Ellenbogen nach hinten spannen, den Rücken gerade halten und langsam den Oberkörper nach hinten ablassen, kurz halten und langsam wieder nach vorne aufsetzen. Entscheidend ist eine langsame Ausführung, langsam nach hinten, kurz halten in der Endposition und langsam wieder nach vorne und Pause. Jetzt eine Übung zur Kräftigung der Rückenmuskulatur. Legen Sie sich über den Ball, die Knie sind gebeugt, die Füße an der Wand, beide Knie sind einige Zentimeter in der Luft. Verschränken Sie die Hände im Nacken, bringen Sie Spannung in die Rückenmuskulatur und jetzt den Oberkörper abheben und endgradig drehen zur Seite. Diese Position halten, langsam wieder zurück und aus der Position wieder nach oben und zur Gegenseite drehen. In dieser Position ebenfalls wieder halten, langsam die Rotation auflösen, langsam wieder nach vorne unten und entspannen. Und jetzt viel Spaß bei Training. Viel Glück. Tschüss. Bye bye.